Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Danny Wolpe. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Heute mal nicht mit Kunstwerken. Yay. Wir machen jetzt das Level. Schmarrn. Jetzt seid ihr schon direkt der Finale, Boss. Ja. Oh. Wir machen jetzt direkt das Finale. Ich bin jetzt in Finalstimmung. Dann gucken wir mal. Wird schon nicht so schwierig sein, ne? Glaube ich nicht. Ich hab den Bus noch nicht gesehen, aber egal. Boah, wir sehen schon aus, als würden wir ihn mal verprügeln wollen. Ja. Oh, da ist es ja schon. Das war aber schnell. Geil. Vegas, komm abholen. Hey, Vegas! Ey, hat direkt alles mitgebracht. Geil. Was? Hey. Hä? Was ist da passiert? Vielen Dank für eure Mühen, meine allerliebsten Yoshis. Endlich haben wir alle Juwelen und alle Träume dieser Habgierigkeit werden wahr. Oh nein! Boah, du bist sauer und du bist sauer. Und es war... und es war all unsere Mühe wert. Na, ich habe gar nichts gemacht. Ich ja nicht ran, pass auf. Endlich, los, mach schnell! Ich will, dass mein Traum wahr wird. So sei es über Überschwänglichkeit. Nur zu, was ist euer Traum? Bin ich gespannt. Ich will den größten, bösesten, coolsten Roboter. Was? Oh Mann, das war wieder creepy Animations. Ich habe ein ungutes Gefühl bei dieser. Oh mein Gott! Vegas! Und am Ende waren nur noch zwei Yoshis übrig. Ja. What the fuck? Was ist das denn? Roboter, eindeutig. Megasort aktiviert. Den schnappen wir uns. Okay. Der große König Bowser. Okay. Okay. Der da. Autos. Autos. Miep, miep. Miep, miep. Hey, okay. Hey. Aufgabe Nummer 1. Herausfinden, wie der Boss funktioniert. Dann kommen ein paar Scheiben. Ja, wahrscheinlich ist die Glocke da. Glocke? Er hat da so eine Glocke links. Vielleicht muss ich die abwerfen. Nee, es sind seine Arme. Ha! Ja, der hat bestimmt mehrere Phasen. Oh mein Gott! Ah, jetzt können wir ihn angreifen. Das. Nimm das! Was macht er denn jetzt? Ah. Karussell fahren! Whee! Aho! Ich geh mal weg von hier. Okay, der geht auf dich. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja mega easy.
Ja, war es bestimmt ganz danach. Glaube ich nicht. Oh. Ja, ich wusste es. Er wusste es. Oh mein Gott. Hilfe. Ne. Mal zurück. Nein. Jetzt ist mal gut hier. Warte mal. Ah, Bleistifte. Oh mein Gott, Bleistifte. Oh, die tun ja weh. Wenn das jetzt alles ist. Boom. Sag mir bitte nicht, dass es alles war. Bitte nicht. Nee, war es noch nicht. Aber mein Sun-Roboter down. Das ging relativ schnell. Hey, Bowser Jr. Ich meine Baby Bowser. Das war ganz schön erbärmlich von dir. Was hast du seiner Hartherzigkeit angetan? Keine Sorge, ich helfe euch eure Hilflosigkeit. Oh nein. Das hättest du vielleicht in Verbindung mit dem Roboter machen sollen, Kollege. Ja. Traumsonne, gibt's in der Hoheit noch mehr Kraft. Was? Oh mein Gott. Oh, ich habe es wohl übertrieben. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Jetzt so mega Bowser. Hm? Oh shit. Wie 9.999. Da hat sich die Krone aufgesetzt. Mega Baby Bowser. Ja, okay, passt. Okay. Nächste Aufgabe, herausfinden, was müssen wir machen. Ne? Ja. Das ist irgendwie immer das Erste, worüber wir nachdenken müssen. Herausfinden, wie der Boss funktioniert. Mal, wir wollen jetzt Gebiet das scannen. Ich hab mal zu viel. Au! Oh, au! Au! Ich mit dem Gummihammer gehauen. Okay. Ah, gefangen. Ich hab den Hammer. Was? Ich verstehe. Ja, okay, warte. Oh, nein! Vor dem Schalter! Bam! Achso, einfach so geht das. Bum, bum! In die Fresse! Nochmal! Hurra! Hurra, hurra, hurra! Ich glaube, das ist voll pissig auf uns. Warte. Oh Gott. Oh mein Gott. Das erinnert mich irgendwie an Luke Miller, wie die ihre Sterne losgeschickt hat. Ja, ich getroffen. Ah. Also, wir müssen ihm nur den Hammer abnehmen und dann selbst einsetzen. Ja. Einfach damit einen überziehen. Ja. Oder das Teil. Schnell, hol dir auch so einen Teil. Hey, du hast meinen Teil genommen. Nein, darum werde ich mich kümmern. Halt ihn so lange hin. Was soll ich bitte schön machen? Oh. Boom! 4000! It's over 4000! Das wäre jetzt echt ein guter Running Gag gewesen, als er dann noch die 9999 daran stehen hatte. Ja. It's over 9000! Ah! Also, ich bin nicht einfach als der von Woody World. Ja. Ah. Oh mein Gott! Wie grüne Flammen. Wie in grün! Ich muss taktisch sterben! Ja, ich bin taktisch gestorben. Irgendwie wurde gar nicht getroffen. Wird. Wir sehen, wenn wir Zweifel in den Namen. Die Beine aufstellen. So, geh du rein.
Okay, gut. Okay. Are you ready? Wenn er in der Mitte kommt, dann hauen wir den kaputt. Jetzt! Ah! Was ist da? Oh, Alter! Boom! Ja. Sehr gut. Wow! Da ist er down. War wohl schmerzhaft, ne? Ja. Aber wir haben ihn als Team erledigt. Tja, das war's wohl. Aha. Hopp. Das ist Vegas. Sag hallo Vegas. Hallo Vegas. Wie kannst du jetzt wagen, seiner Hochlichkeit so etwas anzutun? Das wird nicht ungesühnt bleiben. Kreisch. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich meine, also damit. Oh mein Gott. Oh, Traumsonne. Das ist wieder ganz kaputt. Einfach die Dinger wieder reinstecken. Ja. Na los, komm, steck sie rein und ich gucke zu. Oh. Hm. Ja. Und so bekamen die Yoshis endlich ihre Traumsonne zurück. Bravo. Zusammen träumten sie. Hm. Jetzt. Dass sie zu ihrer Insel zurückkehrten. Ich hätte gedacht, ein Schlag auf dem Land. Aber wir können fliegen. We can fly. Da kann man bestimmt jetzt auch im Spiel. Ja. Oh Gott, das sah aus wie Obelix. Ja, dachte ich auch gerade. Was passiert jetzt? Daraus wird ein Schiff. Oder ein. Ja, ein Auto. Oder ein fliegendes Schiff. Es ist ein fliegendes Schiff. Schön. Schön. Hab's da noch ein bisschen Wäsche da oben hinhängen. Ja. Also gut, alle wieder zurück. Ja, ab nach Hause. Ah, schön. Ja, das war's mit Yoshi's Crafted World. Auch wieder von Goodfeel. Ja. Die kennen wir ja schon. Ja. Und wer wohl die World nicht gesehen hatte, schämt euch gefälligst und guckt euch auch das Let's Play an. Ja. Weil dieses Spiel ist auch von Goodfeel. Und da sind wieder unsere Versager, die schon wieder verloren haben. Die bis zum nächsten Teil, wa? Ja, Pause machen. Genau. Ich will das haben. Ich will das haben. Was haben wir die so mit dem Paddel 1 über? Hm. Ah, schön. Ja, jeder wette Babypause mache ich selber was ganz Dummes, wo die beide runterfallen. Ja. Da ist immer noch besser, als irgendwie auf dem Mond zu landen. Ja. Oder von der Festung irgendwo ins Meer abzustürzen. Ja. Wir haben etwas Gnade gezeigt. Ja, oh. Oh. Ich chill mal, einfach so. Um. Ah, Krokodile! Ja, Danny ULP. Was ist so deine Einschätzung zu Crafted World? Ja, war gut. War gut. War es für dich besser als Woolly World oder nicht so? Weil ich, wenn ich sagen darf, es kommt nicht ganz an Woolly World dran. Weil ich fand Woolly World tatsächlich besser. Ja, das Spiel hatte mehr Abwechslung mit den ganzen Minispielen ja noch. Das stimmt allerdings. Weil ich glaube, irgendwie Woolly World hatte mehr so. Hatte mehr Auswahlmöglichkeiten. Also wegen den ganzen Yoshis und so. Weil hier gab es ja. Ja insgesamt ja nur 8 Yoshis. Ja. Nee, so wie man es ja aus Island ja kennt. Ja. Die Dinge sind irgendwie nicht so berauschend, diese Kostüme. Also. Nee, also da muss man echt sagen, da habt ihr echt. Wie sagt man, verkackt. Aber wer weiß.
Naja, aber trotzdem, dieses Spiel kriegt von mir eine, sagen wir mal, solide 7,5. Was sagst du? Ja, also in die Richtung irgendwie. Es ist kein schlechtes Spiel. Nee, es kommt halt nicht an Woody World dran. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Wo ist Vegas? Da oben ist er. Ja. Was machst du damit mit der Traumsonne? Lass das sein! Die Sonne. Da wieder diese ganz gierigen Rotei. Oh, hier wieder mich an. Und jetzt. Dusch. Er hat gerade echt so ausgesehen. Hey, yay, Heimat! Also, wir bleiben jetzt zu Hause. Yay, Heimat! So, was mich jetzt aber noch wundert. Was denn? Da waren noch ganz viele Sachen in diesem Schummerland versteckt. Ja. Yoshis ging alle nach Hause. Hurra! Leben glücklich weiter. Yay! Danke fürs Spielen. Oh, Picture. Ein Big Picture. Das ist schön. Yoshis drehen sich mal so um. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah! Ah. Okay. Land der Mysterien verfügbar. Aha. Irgendwo in der Welt ist das ein Land der Mysterien erschienen. Versuche es zu finden. Herausforderung angenommen. Du kannst jetzt in Boss-Level neue Boss-Missionen erfüllen. Also noch mehr Sachen. Das wir machen müssen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das mal eben an. Ja. Weil wie lange haben wir jetzt für den Boss gebraucht? 17 Minuten. 17 Minuten. Oh. Ach, sieh an, da haben wir es doch schon. Coole Sache. Was zum... Noch mehr Level. Jo. Ja, spielst du wahrscheinlich, ne? Ja. Boom. Ah, da sind wir ja. Hi, hi, ihr seid Yoshis, richtig? Ja. Krass, dachte ich mir schon. Ich bin hier. Ich habe Lust auf ein Versteckspiel. Ich verstecke mich und müsst mich suchen, alles klar? Nein. Und schon bin ich weg. Nein. Björns Versteckspiel. In bestimmten Leveln hat sich Björn versteckt. Finde ihn und wirf ein Ei auf ihn. Warum sollten wir das tun? Ja, deswegen. Vielleicht können wir den nicht leiden. Vielleicht wollen wir den nicht finden. Ah. Oh. Ach, cool. Jetzt haben wir hier so unsere Overworld. Halt, um Yoshis auszuwählen. Aber wir wechseln ja nicht unsere Yoshis, ne? Ne. So geht das aber nicht. Warte. Es gibt noch mehr Missionen? Ja. Ach du Scheiße, schaff den Level innerhalb von 4 Minuten 30, schaff den Level ohne Schaden zu nehmen, schlag den großen Meteoriten mit einem Hammer. Was ist das denn für ein Müll? Ich würde mal sagen, wir gehen mal in dieses Land der Mysterien. Bist du dafür? Ja. Weil ich möchte ungern das jetzt auch noch machen. Ich glaube, dieses Spiel werden wir nicht zu 100% abschließen. Ich glaube auch nicht. Nee. Ich glaube, darauf habe ich auch echt keinen Bock mehr. Wo sind das jetzt erschienen? Ach, da. Land der Mysterien. Also, wir sollten vielleicht ganz viele Blumen haben. Ja. Mal sehen, wie viele wir denn haben. Oh, der Berg ist. Uff, ich bin nicht kaputt. Ich will unbedingt dieses Berg klimmen. Können die mir 30 Blumen bringen? Nein. Ja, friss das. Sind ja nur 30 Blumen. Ja. Ist ja nicht so, so als ob. Ich meine, 10 Level für mich. Ja. Ah, vielen Dank, ich will mich wie neu gefallen. Ah, dann wollen wir mal. Ja. Ja. Schon wieder bin ich ganz kaputt. Oh Gott, ich brauche wohl noch mehr Grinseblumen. Hörst du mich, warte ab nochmal. Ah. Alter, die kosten so schon 300 Münzen. Was? Oh Gott.
Sollen wir noch ein Level machen, oder? Wir haben 20 Minuten. Gut, machen wir noch das Level Trampelfahrt. Dann komm er her. Ich würde mal sagen, wenn wir das Land der Mysterien abgeschlossen haben, beenden wir das Projekt. Ja. Bist du dafür? Weil ich bin mit sie. Ich möchte nämlich nicht weiter dieses Spiel spielen. Wir sehen irgendwie jeder Level dann noch 2-3 Mal irgendwie. Und darauf habe ich echt keine Lust. Also, dieses Spiel wird kein 100% Run werden. Nicht so wie Woody World, weil da war es auch relativ schneller. Ja. Und da kam auch nicht so viel unnötiges Zeug mit dazu. Wir haben jetzt 6 Parts oder Kunstwerke hier. Ja. So, jetzt weiß ich nicht. Oh Gott, ich bin gestorben. Aufstehen. Ja. Können wir auch, weiß ich nicht, irgendwann ja weitermachen. Ja, wir wollen ja auch irgendwann mal auch mal was Neues machen, ne? Weil es gibt ja noch 2 Projekte, die wir machen wollen. Genau. Und dann möchtest du denn sagen, welche es sind? Da können wir auch nicht. Ja gut, okay, dann machen wir. Da war doch noch was hier mit. Ich würde mal sagen, bevor wir dann auch das nächste Projekt starten, machen wir dazu ein kleines Ankündigungsvideo, was als nächstes kommt. Ja. Oh, save your coins. Kommt da eine raus? Nee. Ich bin aber nicht gestorben. Ja, blöde wäre jetzt, wenn wir irgendwie verschiedene Sachen brauchen, um die Bodenschlag wieder freizuschalten. Das wäre natürlich wirklich ziemlich dick. Oh mein Gott! Ich habe die Blume gerettet. Hast du das gesehen? Wir brauchen einfach nur ein paar Blumen, die wir alle haben. Ich glaube auch. Ja, weil, ich meine, an Blumen sollte es uns ja nicht mangeln, ne? Was sollte das denn? Aber warte, Moment, da sind Blumen. So, da. Nein. Komm zurück. Komm zurück. Ja. Strategie. Strategie. Wir machen das. Wir machen das Unmögliche möglich. Gerne. Na, was habt ihr denn von uns erwartet, Kinder? Ne? Ja. Na, dass wir hier einen hier auf diesen Typ aus diesem Slasher-Level machen? Nee. Hä? Scheiße. du gehst an einer Wolke vorbei. Jawohl. Das ist ganz schön. Weiß nicht. Du kannst ja nirgendwo sicher stehen. Nee. Okay, mal hier. Ja. Ich hab eine Münze gesehen. Der holt mir was. Keine Ahnung. Money! So viel Geld! So viel Geld! Ja, und jetzt guck mal hinter dir, ein Eichhörnchen! Was? Du kannst hier nirgendwo sicher stehen! Oh, du hast die Blume getroffen! Du hast die Blume getötet! Nein, uns fehlt eine Münze! Egal, wir gehen durch! Herzen fehlen uns auch! Ja. Wir sollten froh sein, dass wir das Level geschafft haben, weil das war ganz schön schwer. 6 Minuten haben wir noch. Wir haben nur 6 Minuten. Das reicht noch für einen Level? Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Steroide. Halt. Warte. Ja, genau was ich befürchtet hatte. Steroide. Oh, ich bin schon wieder so kaputt. Bin ich kaputt? Ich will unbedingt diesen Berg, dann könnt ihr mir 30 Blumen bringen. Nochmal 30? Du bist ein richtiger Gierschlund, ey. Wieder gleich wieder 5 Schritte. Oh Gott. Oh mein Gott, das war ja anstrengend. Ich hab meine Knöchel verstaucht. Oh nein. Oh, ich hab meine anderen Knöchel verstaucht. Oh nein. Ja, jetzt geht weiter. Und? Wie weit kommst du? Hui. Oh, schon wieder bin ich ganz kaputt. Ich brauch wohl noch mehr Grinsblumen. Belagerung? Oh Gott, das ist
Das sieht mir nach einem Schleichlevel aus. Ja. Sollen wir das wirklich machen? Ich glaube, das würden wir nicht schaffen. Nee. Okay. Ja gut, okay. Dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder im Land der Mysterien. Und wenn das geschafft ist, ist dieses Projekt beendet. Ja. Punkt aus. Ja. Hoffentlich schaffen wir das. Ja. Gut, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.